Leute, ich habe gestern vergessen, dass Rettet die Welt auch eine neue Eventwaffe bekommen hat. Die Totengräber ist drin. Ja, damals sehr, sehr nice. Heute eigentlich auch nice. Nur das mit den ganzen Vorteilen und so, das hat die jetzt nicht so. Wie soll ich sagen, drin? Also die kann man nicht auf Doppel-Crit machen. Man kann die nur auf einmal Crit und Crit-Wertung. Den Rest kann man dann selbst entscheiden, wie man es macht. Ansonsten ist natürlich so eine alte OG-Waffe, die ja als erstes natürlich mit reinkam, als Fortnite Rettet die Welt gerade lief. Kann man auf jeden Fall mitnehmen, natürlich. Ich sag nur dazu, ist es so eine mittelmäßige Waffe. Beziehungsweise man kann natürlich mehr rausholen, je nachdem, wie man es macht. Kann auch die Main-Waffe werden. Ist auf jeden Fall ein interessanter Mix, wie man es umstellen kann und anstellen. Ja, demnächst kommt ja noch wahrscheinlich die Candy Corn zurück und die ist besser als die Totengräber. Aber da jetzt gerade die Totengräber drin ist, kann man sich daraus was machen aus der Totengräber.